So, da bin ich wieder. Wunderschöne grüne Woche. Willkommen wieder zu meinem wöchentlichen Bitpanda Portfolio Update. Danke nochmal für die ganzen Besserungswünsche. Mir geht's schon viel besser. Ich bin eigentlich wirklich nur einen Tag flach gelegen und dann war es eigentlich schon wieder gut. Dafür geht's dem Kleinen jetzt dreckig. Der hat 40 Grad Fieber. Die ganze Zeit Kotzerei. Schlafen, kotzen, schlafen, kotzen. Also, ja, war keine angenehme Nacht. Starten wir jetzt aber rein, denn wir haben heute einiges vor. Es gibt neue Coins, neue Staking Coins, neue Airdrops, Spotlights. Also macht euch bereit auf eine lange Folge. Starten wir mit den Top-Gewinnern der Woche. Wir haben hier Big Time mit über 128% im Plus, BitTorrent mit über 134% im Plus, 4 3D mit über 152% im Plus und Bonk mit über 227% im Plus. Also der Bonk bonkt gerade ordentlich. Schauen wir mal auf die Top-Verlierer der Woche. Da haben wir das Unify-Protokoll DAO mit 19% im Minus, Nikola mit über 20% im Minus, Designer Brands mit über 24% im Minus und Wuxi Biologics mit über 31% im Minus. Wie sieht es bei mir im Portfolio aus? Nicht schlecht, der Best vegetiert zwar gerade wieder ein bisschen herum, aber die ganzen Altcoins haben schön angezogen. Jetzt, wo der Bitcoin so eine kleine Pause eingelegt hat, hat der Ethereum wieder performt und die ganzen Altcoins sogar noch ein bisschen besser. Letzte Woche waren wir noch bei 29.000, jetzt sind wir bei den 31.681, also nicht ganz 9% im Plus. Gut, was habe ich jetzt die Woche gemacht? Nicht viel. Wir müssen jetzt noch am Krypto-Gewinnspiel teilnehmen. Also ich muss noch 100 Euro swappen. Momentan performt ja Polkadot ganz gut. Vielleicht swappe ich da 100 Euro nur rum in einen anderen Coin, damit ich am Gewinnspiel teilnehme. Wir sehen jetzt auch, die Staking Rewards sind jetzt auch schon ein bisschen mehr wert. Also alles, was wir in den letzten Wochen zusammengesammelt hat, hat sich gelohnt, dass wir es aufgehoben haben und nicht gleich geswappt haben. Das hat nämlich jetzt schön ordentlich performt. Was nicht so prickelnd performt hat, das ist der Best. Da sind wir jetzt unter den 60%, aber noch weit weg von den 50%. Aber wir sehen schon, der Graph zum Beispiel hat sehr gut performt, macht jetzt schon mehr als 10% unseres Portfolios aus. Hat jetzt auch Polygon eingeholt. Dann sehen wir noch, Polkadot hat jetzt Cosmos eingeholt. Ist jetzt über 5% in unserem Portfolio. Und ja, Panthos hat auch wieder ein bisschen angezogen. Bitcoin macht gerade ein bisschen eine Pause. Dafür zieht Ethereum jetzt wieder ein bisschen an. Da ist noch viel Platz nach oben, meiner Meinung. Also da geht noch was. Schauen wir gleich mal in die Staking Rewards. Wie sieht es da aus? In Rot seht ihr dieses Jahr, in Grün das letzte und in Orange das vorletzte. Wir wollen ja auf den Schnitt von 200 und dafür sieht es gut aus. Die erste Woche ist ganz gut gelaufen. Obwohl wir auch Reduzierungen von den APIs gesehen haben. Zum Beispiel bei Cosmos oder bei Polkadot. Da sind die Prozente ein bisschen runtergegangen. Das liegt daran, dass jetzt mehr Leute staken. Beide Systeme sind ein bisschen unterschiedlich aufgebaut, aber um es simpel zu sagen, je mehr Leute staken, desto niedriger ist dann der Prozentsatz. Gut, dafür steigt der Coin. Wenn mehr Leute staken, bedeutet das auch, dass mehr Leute den Coin kaufen. Wir sehen auch gerade, dass die beiden Coins auch pumpen. Das heißt, das gleicht sich dann ein bisschen aus. Noch dazu bekommen wir ja nächste Woche noch zwei Spotlight Airdrops. Die sind seit dem Announcement, dass sie auf Bitpanda kommen, haben sie sich verdoppelt. Und Bitpanda kriegt ja immer schon vorher die Coins. Das heißt, die Airdrops sind jetzt automatisch schon doppelt so viel wert für nächste Woche. Das ist schon mal ein gutes Zeichen für die ganzen Leute, die schon auf Folgen geklickt haben. Das schauen wir uns gleich dann nochmal genauer an. Aber nur um das kurz zu erklären. Das heißt, ich rechne damit, dass wir auf jeden Fall die 200 dieses Monat wieder knacken können. Und je nachdem, wie stark die Altcoins noch steigen, ja, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, ihr wisst Bescheid, drückt den Abo-Button. Das war jetzt schon der Wochenrückblick. Jetzt schauen wir uns mal die neuen Coins an. Starten wir mit den neuen Staking-Coins. Zum einen haben wir Axie Infinity mit über 25%. Wer Axie nicht kennt, das ist ein Spiel. Der Ruf jetzt ist eher schlecht, aber gibt es auch viele Videos auf YouTube dazu, wenn euch das interessiert. Mein Investment-Case ist jetzt nicht, auch wenn es jetzt verlockende Rewards sind. Scrollen wir ein bisschen weiter runter und dann sehen wir hier dann den zweiten Coin. Wo ist er denn? Moonbeam. Da, Moonbeam. Mit dem Moment 4%. Moonbeam halte ich ja auch ein paar, aber auf Kraken, die habe ich durch die Parachain-Auktion bekommen. 4% kriegt man jetzt auf Bitpanda. Ist okay, wenn man noch ein paar Moonbeam hat, kann man sie auf jeden Fall in den Stake werfen. Jetzt springen wir zu den Spotlight-Tokens. Bei den Spotlight-Tokens gibt es jetzt zwei Airdrops. Wie gesagt, beide haben sich seit dem Announcement schon verdoppelt. Das eine ist Kaga und das andere ist VinoChain. Zwei Projekte, die noch ziemlich early sind, VinoChain noch earlier. Ich habe mir überlegt, sollen wir uns jetzt beide Projekte genauer anschauen? Macht das überhaupt einen Sinn? Eigentlich hat bisher jetzt in letzter Zeit, seit der Bullrun losgegangen ist, sozusagen jedes Spotlight auf Bitpanda gepumpt, weil die Market Caps so klein waren, dass es eigentlich fast egal ist, was die Coins machen. Sogar Dogami
obwohl das jetzt nicht so vielversprechend ausgesehen hat, meiner Meinung nach. Aber das Market Cap ist einfach so klein. Und es gab halt nicht so viel auf der Börse und deswegen ist der Preis so hoch geschossen, wenn viele zur gleichen Zeit rein wollen. Deswegen erwarte ich mir für die beiden auch ein Pump. Als Beispiel schauen wir uns mal VinoChain an und warum ich glaube, dass das, wenn das auf Bitpanda launcht, stark pumpen könnte. Also wir sehen hier die Kerze, die ausgelöst worden ist, nachdem das Announcement kam, dass es auf Bitpanda launchen wird. Hier sehen wir die Kerze, hier wurde announced, dass VC auf Bitpanda gelauncht wird. Und der Preis ist stark nach oben gegangen. Warum? Ja, schauen wir uns mal das Orderbuch hier auf der Seite an. Ich verdecke es jetzt ein bisschen, aber ich glaube, die Gesamtzahlen sollte man trotzdem sehen. Ja? Um jetzt den Preis von hier, ja, um auf 0,057 hoch zu pushen, braucht es nur 17.000 US-Dollar. Wenn jetzt 17 Leute auf Bitpandas reingehen mit 1.000 Dollar, wisst ihr, wo der Preis ist, dann ist der Preis schon da oben. Das heißt, es braucht nur ein paar Leute und da findet schon wieder eine neue Preisfindung statt. Also wir pushen da in eine ganz neue Ebene und je mehr dann da reinkommen, ja, desto höher kann da der Preis gehen. Das kann richtig wild werden. Deswegen, da bin ich echt schon gespannt auf den VC-Launch. Bei Kaga bin ich mir nicht so sicher. Es ist ein ETH-Staking-Protokoll, vielleicht kann es da noch ein bisschen mehr abgehen, wenn dann noch andere Leute mit reinpumpen. Aber es hat auch schon ein höheres Market Cap. Ja? VC ist wirklich ganz, ganz klein, ganz, ganz frisch. Kaga ist einfach schon teurer bepreist sozusagen, deswegen erwarte ich mir da ein bisschen weniger Gains. Muss aber nicht so sein, kann genau auch so umgekehrt sein. Es sind halt frische Projekte, können auch gedumpt werden, ja? Kann auch alles in die Hose gehen. Aber ich glaube, wir haben da gute Chancen, da ein paar Gains mitzunehmen. Und das ist jetzt auch nur möglich im Bullrun. Da gibt es diese Möglichkeiten, wo wir davon profitieren können. Wir sehen hier auf jeden Fall das Announcement von Bitpanda, dass Kaga auf Bitpanda kommt und wir haben einen riesigen Pump gesehen. Also das war hier mehr als eine Verdoppelung, ja, im Preis. Jetzt ist er wieder ein bisschen runtergekommen, aber gut, es dauert auch noch 6 Tage, bis er auf Bitpanda launcht. Und auch hier ist es so, ja, ich habe hier die Range abgesteckt, einfach mit diesen blauen Linien, nur damit ihr euch das vorstellen könnt, hier ist jetzt das meiste Volumen. Wenn das gebrochen wird, dann schießt es wieder, ja, weil da nicht mehr viel im Orderbuch liegt. Ja. Und wie viel braucht es, dass es dieses Level bricht? Und das können wir uns hier anschauen. 22.600 Dollar. Das heißt 22 Leute, die 1.000 Euro in den Coin reinbuttern und wir pumpen schon. Ja. Und je mehr dann reinkommt, desto höher geht es dann. Wie gesagt, wenn wir diesen Bereich gebrochen haben, ist die Preisfindung wieder sehr interessant, weil dann fast nichts mehr im Orderbuch liegt. Ja, und ich glaube, da werden ein paar Leute mehr investieren. Deswegen glaube ich, haben wir da eine Chance, dass wir schön über dieses Level sogar hier pushen. Und das wären schöne, gute Gains, die man da einfach mitnehmen kann, wenn das Spotlight dann launcht. Gut, es war letztes Mal ein bisschen holprig bei Togami, aber wie gesagt, da waren auch nicht viele Coins im Market Maker. Bei Kaga wird das sicher etwas flüssiger gehen, weil ein bisschen mehr Kapital da ist, das verkauft werden will. Das heißt, da wird es auf jeden Fall spannend werden, wie sich dann dieser Pump entwickeln wird. Das sind auf jeden Fall meine Plays für nächste Woche, wo ich denke, dass man ein bisschen was mitnehmen kann, wenn man auch die Risikobereitschaft dazu hat. Würde ich jetzt beide Coins in mein langfristiges Depot legen? Nein. Aber so zum Zocken ein bisschen im Bullrun macht es auf jeden Fall Spaß. Ich werfe da auch keine riesen Summen rein, ja. Ein bisschen was wird gezockt. Wenn es sich verdoppelt, dann freut man sich. Wenn es abkackt, ja, mei, dann ist es so. Jetzt kommen wir auch schon zu den News. Für die Österreicher wird jetzt Bitpanda Steuer einfach. Das startet mit nächstem Jahr. Jetzt kann man schon die Daten eingeben. Ich habe eh dazu ein eigenes Video gemacht. Haben auch sehr, sehr viele Leute geklickt. Ich glaube, das hat die Leute auch wieder mal wachgerüttelt. Dann haben mich viele gefragt, ob das für Deutschland auch noch geplant ist. Dazu habe ich jetzt noch gar keine Infos, Leute, ja. Sonst würde ich die natürlich mit euch sofort teilen. Wir sind jetzt in Österreich mal die Testkandidaten. Dann, glaube ich, wird irgendwann mal Bitpanda komplett steuereinfach sein. Das, glaube ich, wird das nächste Goal sein. Aber ist jetzt nur eine Vermutung von mir. Keine Bestätigung von Bitpanda, ja. Also nicht, dass ihr das falsch interpretiert. Das ist nur meine Vermutung, dass das die nächsten Steps sein werden. Und wenn dann das ganze System funktioniert, dann wird es wahrscheinlich auch auf andere Länder ausgerollt werden. Viele haben mich dann auch noch gefragt, sehe ich das als positive oder als schlechte Entwicklung? Und ich sehe das als positive Entwicklung. Viele Leute haben sich extrem schwer getan mit den Steuern. Und das übernimmt jetzt Bitpanda für einen. Und da werden viele sich Kopfschmerzen ersparen in der Zukunft. Vor allem, wenn sie bis jetzt nur gehodelt haben und bis jetzt eh noch gar nichts veräußert haben und das dann schön abgewickelt wird, weil sie nur auf Bitpanda getradet haben. Deswegen sehe ich das als sehr, sehr positive Entwicklung. Wer Gewinne in Österreich macht, soll auch seine Steuern in Österreich zahlen. Dann kommen wir noch zu den neuen Coins. Da haben wir zum einen den Cheeto GTO, der ist gestern gelauncht worden. 5 Dollar auf Binance gestartet, gleich mal runter gedumpt auf 2 Dollar, 1,90 Dollar, irgend sowas. Und dann ging es wieder weiter rauf. Was ich da sehr spannend fand, ist die Landing-Raten momentan.
499%. Wenn er sich wieder auf den Weg zu den 5 Dollar macht, könnte man da ordentlich Profite mitnehmen. Ist halt ein sehr riskantes Spiel, vielleicht stürzt er noch weiter ab. Das muss jeder selbst wissen, aber ich wollte es nur erwähnt haben. Auf Gate.io zum Beispiel 499% momentan fürs Landing von GTO. Dann gab es noch einen neuen Coin, nämlich Libra Finance, aber da muss ich gestehen, den habe ich mir bisher noch nicht angeschaut. Da muss ich mir die Zeit am Wochenende nehmen, um mir den Coin noch ein bisschen genauer anzusehen. Das waren jetzt alle News. Nicht vergessen, Adventkalender läuft noch. Diese Woche gibt es 4000 Best zu gewinnen, wenn man 100 Euro in irgendeine Kryptowährung investiert. Die Gewinner werden am 11. Dezember via E-Mail benachrichtigt und die Best kriegt man direkt auf sein Bitpanda-Konto gutgeschrieben. Ich bin schon gespannt, ob aus unserer Community irgendwer bei den Gewinnern dabei ist. Gebt auf jeden Fall Bescheid. Jetzt springen wir auch schon in die Charts. So, wir starten wie immer mit BTC. Wir zoomen da ein bisschen weiter rein, damit wir es ein bisschen besser sehen. Vielleicht gehen wir sogar in den 4-Stunden-Chart, damit wir uns das ein bisschen genauer anschauen können, was da jetzt gerade im Moment passiert. Ja, wahnsinniger Run nach oben. Wir haben uns dann ein bisschen eine Zeit lang in dieser Area hier aufgehalten, aber dann haben wir auch schon den nächsten Pump gesehen auf die 44. Jetzt im Moment korrigieren wir gerade ein bisschen wieder runter, aber es ist auch gesund, wenn es ein paar Gewinnmitnahmen gibt. Wir sehen jetzt, pumpt Ethereum, jetzt pumpen die Altcoins ein bisschen. Es muss nicht heißen, dass das jetzt hier schon das Ende ist und wir hier schon die Korrektur sehen. Es kann passieren, dass wir hier noch ein bisschen nachgeben. Vor allem, wenn wir dieses Level hier wieder brechen, dann könnte es sein, dass wir noch einen weiteren Dipper runtersehen. Glaube ich, dass das jetzt vor dem ETF passiert? Eigentlich nicht. Ich persönlich glaube daran nicht. Ich glaube, wir pumpen jetzt noch weiter. Der ETF kommt am 10. Jänner. Bis dahin, glaube ich, haben wir noch viel Momentum. Ja? Bis dahin kann noch viel passieren. Jetzt ist die Frage, wie viel Volumen kommt noch rein, bis der ETF launcht? Kann noch einiges sein, Leute. Ja, wir haben gesehen, Michael Saylor hat aufgestockt. Wenn jetzt die Institutionen Promo kriegen, kann es da durchaus noch weitergehen. Auf jeden Fall ist es mal gut zu sehen, dass wir jetzt so eine kleine Korrektur erleben, dass sich der Bitcoin ein bisschen abkühlt, dass ein bisschen Kapital abfließt. Was erwarte ich mir jetzt für den BTC nächste Woche? Ich glaube, dass wir vielleicht sogar noch ein paar Gewinnmitnahmen sehen übers Wochenende, bis sich das halt einpendelt. Ja, bis wieder der Druck, der Kaufdruck größer wird als das, was die Leute verkaufen wollen. Und dann ziehen wir einfach wieder weiter. Wie gesagt, bis zum 10. Jänner erwarte ich mir eigentlich noch Pumps. Also ich glaube, da kann es noch weiter raufgehen. Und wir haben gesehen, wie schnell dieser Pump kam und wie schnell dieser Pump kam. Vielleicht ist der jetzt ein bisschen kürzer, zuerst mal auf die 45 und dann braucht es ein bisschen, bis wir auf die 48 kommen. Kann auch sein. Aber wenn die Leute dann richtig FOMO haben und auch wenn der letzte dann reingeht, bevor das alte All-Time High sozusagen gebrochen wird, kann noch einiges passieren, Leute. So viel zum BTC, jetzt schauen wir uns den Best an. Da befinden wir uns langsam auf dem Weg Richtung zu den 40 Cent. Das ist, glaube ich, auch das Target, das wir dieses Jahr noch brechen werden. Ob wir dann da oben Support aufbauen und von da schön weiterziehen, werden wir dann sehen. Aber wir sehen schon, je mehr Volumen im Kryptomarkt ist, desto weiter zieht auch der Best nach. Woran liegt das? Das liegt daran, dass ja Best im Hintergrund zurückgekauft werden, wenn VIPs traden. Und das pusht natürlich dann auch den Preis. Wir haben jetzt zwar schon die ersten Bewegungen bei den Altcoins gesehen, aber wenn dann wirklich das Kapital jetzt erstmal von BTC in ETH und dann in die Midcaps und dann in die Smallcaps fließt, glaube ich, wird Best extrem wieder davon profitieren. Ich bin schon echt gespannt, wie diesmal der Burn ausfallen wird, aber ich denke, der wird auch dementsprechend gut ausfallen, weil jetzt das Volumen einfach größer ist auf Bitpanda. Am 28. um 15 Uhr starten wir dann auch wieder live auf YouTube und machen ein Burn-Event. Wenn euch das interessiert, dann schaltet ein oder drückt jetzt schon den Abo-Knopf. Falls ihr es nicht verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke, dann kriegt ihr auch eine Benachrichtigung, sobald der Livestream losgeht. Ja, was erwarte ich mir jetzt für den Best? Jetzt im Moment sehen wir gerade ein paar Verkäufe. Wie gesagt, am Montag sehen wir vielleicht auch noch ein paar Verkäufe. Aber ich glaube, über den Dezember werden wir langsam zu diesen 40 Cent hochwandern. Und wenn dann die Altcoins richtig durchstarten und wieder wirklich, wirklich starkes Volumen auf Bitpanda ist, dann wird man es auch im Bestpreis merken. Es zieht zwar ein bisschen hinterher, aber langfristig bin ich sehr, sehr bullish, was den Best angeht. Auf der Team 40 Seite findet ihr auch eine neue Grafik dazu, ja, wenn man bei Best langfristig denkt. Ja, wir gehen jetzt den Regler hoch bei den Burns und schaut euch an, wie sich diese Felder verändern. Ja, hier auf der Seite haben wir die User, hier haben wir das, was Bitpanda hält und wir ziehen jetzt einfach den Regler hoch und jeder Burn, ja, hier seht ihr schon ein bisschen mehr Burn-Volumen. Und jeder Burn macht diese zwei Kästen kleiner. Ja? Das heißt, jeder Burn nimmt einfach Tokens weg. Wir sehen, an einer Zeit lang hatte Bitpanda mehr Tokens als User. Und da ist der Token einfach runtergefallen, weil mehr Leute Best verkauft haben
und Bitpanda hat dann mehr gehalten und dann sehen wir aber auf einmal, pam, dann sehen wir auf einmal den Switch, das war bei den 30 Cent circa der Boden und auf einmal liegen fast so viele Tokens bei Usern wie bei Bitpanda und ein Burn später ist es auch schon soweit und je weiter die Burns gehen, desto mehr wird aus dem Supply genommen, desto kleiner werden diese Felder und Bitpanda muss auch diese Balance halten, um Rewards auszahlen zu können, um den Market Maker auf dem Broker aufrecht zu erhalten, um auch Coins verkaufen zu können. Wenn man diese Tokenomics verstanden hat und noch dazu weiß, dass Bitpanda wächst und immer mehr User dazukommen und es in diesem Bullrun nicht anders aussieht, weil das sehen wir schon anhand der Burn-Zahlen, dass das Volumen wieder steigt, ja, dann ist eines klar, steigende Nachfrage, weniger Coins auf dem Markt. Wie wird diesmal der Bullrun für Best ausgehen? Ich bin noch immer sehr, sehr positiv gestimmt, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Alles unter einem Euro sehe ich bei Best als ein Schnäppchen. Viel zum Best, jetzt schauen wir uns noch kurz den Bantos an. Da ist jetzt auch endlich mal wieder Bewegung drinnen beim Bantos. Wir sind wieder aus dem Kanal ausgebrochen. Ist es diesmal von Dauer? Es sieht auf jeden Fall von der Bewegung her ein bisschen besser aus, wenn wir uns das Ganze anschauen. Hier hatten wir ja nur wirklich den Pump. Und es wurde gleich wieder abverkauft. Wir sind gleich wieder in diesen Kanal rein, in dem wir schon uns jetzt wirklich lange befunden haben. Jetzt haben wir dann wieder einen Pump gesehen. Ein Retest auf die letzten Highs, wo es die Widerstände gab, hat gehalten und von da sind wir weggezogen. Ich glaube, wir werden jetzt wieder ein bisschen weiter hochpumpen und dann hier einen Retest auf das hoch machen, also auf die 769. Und schauen, ob die halten. Und wenn die halten, dann sind wir eigentlich schon unterwegs. Also wahrscheinlich, ja, muss nicht so kommen. Kann direkt auch hochziehen, je nachdem, wie viel FOMO reinkommt. Wenn jetzt bald das Audit live geht, könnte es passieren, dass das dann schneller geht, als man sich denkt und wir dann bei den 10 Cent sind. Aber mich würde es nicht überraschen, wenn wir mal zu den 8, 8,5 irgendwo hochpushen und dann ein bisschen ein Pullback sehen auf dieses Level hier nochmal den Retest. Hält dieses Level, kaufen da wieder Leute ein. Und wenn ja, dann ziehen wir schön weiter. Das wäre so mein Gefühl für den Bantos. Ob so kommt, das werden wir sehen. Wie gesagt, wenn das Audit jetzt auch im Dezember rauskommt und da keine groben Fehler gefunden werden, dann wäre das sehr bullisch für Bantos, weil dann die Migration schneller stattfindet. Dann kann die Preisentwicklung natürlich auch schneller vorangehen. Also ich bin noch immer sehr, sehr bullisch auf alle Coins. Ich glaube, jetzt im Moment kann man sogar sehr viel einfach blind auch kaufen, wie bei den Spotlight Airdrops, um da ein paar Gains mitzunehmen. Nicht vergessen, wenn ihr nicht direkt am Anfang reinkommt, dann würde ich eher davon abraten, weil dann kriegt ihr einen schlechten Preis und dann fällt der Coin und ihr seid im Minus, so wie es mir bei Dogami gegangen ist. Ja, wenn ihr direkt am Anfang reinkommt, dann kann man da sicher ein paar Gains mitnehmen. Wie gesagt, es braucht bei beiden Coins nicht viel, dass wir bei einer neuen Preisfindung sind, dass da ein neues All-Time High reinkommt. Also nutzt die Chancen im Bullrun. Das war es jetzt auch schon von diesem Video. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt ein nettes Kommentar und wir sehen uns im nächsten Video.